Deutschland im demografischen Wandel. Noch ist er nicht so recht erkennbar, aber die Dimensionen lassen sich genau prognostizieren. So beträgt die Zahl der über 80-Jährigen heute 3,7 Millionen. Aber fast 6 Millionen werden es im Jahr 2020 sein. Und sie sind es, die 2020 die Hauptlasten dieser Entwicklung tragen müssen, die sogenannte Generation 90, die Jahrgänge von 1985 bis 1995. Auf der zweiten Jahreskonferenz des Forums Demografischer Wandel war es der Bundespräsident, der die Herausforderungen benannte, vor denen diese Generation künftig stehen wird. Die jungen Leute dieser Generation 90, heute noch Schüler, werden dann die Versorgungsansprüche der Älteren erfüllen und zugleich für ihr eigenes Alter vorsorgen müssen. Sie werden sich für oder gegen die Gründung einer eigenen Familie entscheiden. Was wir heute bereden und was die Politik in diesen Tagen auf allen Ebenen entscheidet oder eben unterlässt, wird ihre und damit unser aller Zukunft beeinflussen. Solidarische Ansprüche, Berufseinstieg und Familiengründung, viele Aufgaben für eine einzelne Generation, die angeblich pragmatisch, aber auch unsicher ist. Für mich ist Familie wichtiger, als jetzt einen Beruf zu haben, meiner Meinung nach. Also, weil ich bin selbst ohne Familie aufgewachsen, von daher würde ich selber gerne eine Familie haben. Job ist auch wichtig, aber den kann man ja nachhinein immer noch machen. Positiv ist auf jeden Fall die Familie, aber ob das mit dem Job so klappt, ist eine andere Frage, weil es gibt kaum Ausbildungsplätze. Aber natürlich, der Beruf ist im Vordergrund. 200 Teilnehmer diskutierten im Schloss Bellevue, wie die Generation 90 durch familienpolitische Maßnahmen unterstützt werden kann. Johannes Meyer von der Bertelsmann Stiftung plädiert für eine moderne familienpolitische Rahmensetzung. Wenn Sie die moderne globale Wirtschaft sich anschauen, dann stellt man fest, die Planbarkeit der klassischen Lebensläufe, wie wir es vielleicht noch gewohnt waren, das wird immer schwieriger. Also braucht diese Generation 90 Orientierungswissen. Es reicht nicht allein, kognitive Fähigkeiten haben. Sie braucht die Fähigkeit, sich zu orientieren in einer Welt mit viel Veränderung und dabei auch Lebensglück zu finden. Aber auch die Jugendlichen meldeten sich zu Wort. Ihnen sind eigene Kinder sehr wichtig. Die Leute sollen den Sinn des Lebens nicht vergessen. Sie sollen Kinder in die Welt setzen. Und das ist nun mal auch unsere Zukunft. Kinder sind nicht nur Wirtschaftsmaschinen. Sie sind unsere Zukunft und auch das, was wir lieben. Es lohnt sich also, mit der Generation 90 jetzt das Gespräch zu suchen. Der Bundespräsident machte es vor. Nun ist aber auch die Politik gefragt. Gerade bei der Familienpolitik sei bereits so viel diskutiert worden. Zu viel, bemerkten einige Teilnehmer im Schloss Bellevue. Die Konzepte lägen auf dem Tisch. Nun müsse endlich gehandelt werden.